Ein ungewöhnliches Projekt der Kinderklinik Delmenhorst. Raus aus dem Krankenhaus, rauf auf das holländische Schiff Onverwacht. Kinder mit Asthma oder Diabetes setzen hier die Segel. Ich heiße Nick Hampel und ich habe Diabetes. Ich heiße Sebastian Anders und ich habe Asthma. Ich heiße Steven Frömming und habe auch Diabetes. Das Leben an Bord ist anspruchsvoll. Jeder muss mit anpacken und trotzdem seine gesundheitlichen Einschränkungen im Blick haben. Beim Lernen an Bord gibt es zwei Dinge. Einmal ist es das Abenteuer pur auf dem Segelschiff. Das andere ist die tolle Umgebung durch die Gruppe. Das sind beides Aktivitäten, die einen stark machen. Lernen tut man nur, wenn man auch Gefühle dabei hat und wenn man emotional dabei ist. Das ist das Wichtigste. Was wir hoffen, dass wir mitgeben können, jetzt speziell an diese Gruppe, dass sie zusammen stark sind, dass sie als Gemeinschaft ganz viel erreichen können und dass sie nicht in erster Linie Patient sind. Die 12 Kinder kennen sich teilweise nur vom Sehen aus der Klinik. Zwischen den Wendemanövern haben sie nun Zeit, sich über Asthma oder Diabetes kennenzulernen. Wenn man halt Sport allgemein macht oder auch wenn man laufen geht, muss man halt schon darauf achten, dass man nicht zu viel Power gibt und dann losrennt und dann hat man halt keine Luft mehr. Also ich fühle mich nicht eingeschränkt mit der Krankheit, weil ich kann eigentlich ja auch alles machen. Also ich fühle mich nicht dabei eingeschränkt. Man ist nun mal nicht die Einzige, die die Krankheit hat, weil zum Beispiel in der Klasse ist man ja immer, meistens immer die Einzige, die sowas hat. Und hier hat man einfach andere, mit denen man darüber reden kann. Ja. Die meisten Kinder kommen mit der Krankheit gut klar. So wie die 12-jährige Kaya Wilkens. Also hier sieht man auch den Schlauch. Dann mache ich das da dran. Ich habe das ja schon ziemlich lange, jetzt schon 10 Jahre. Und dann weiß man das irgendwann einfach. Trockenfallen auf dem Plattbodenschiff im Watt vor der niederländischen Küste. Solche Erlebnisse machen Spaß. Also ich habe mal so einen Wattwurm und so gesehen. Eine Miesmuschel, wie sie sich eingegraben hat. Und eine Muschel, die so lang ist und die geht dann auch in den Boden rein. Die Asthma-Gruppe bei einer ihrer Schulungseinheiten an Deck. Auf dem Stundenplan steht heute effektives Inhalieren. Super, so soll das sein. Wir sind alle angegangen, oder? Mhm. Der Vorteil ist, dass man die Kinder besser kennenlernt, ihre Stärken, ihre Schwächen besser kennenlernt, eben auch Bedingungen vorfindet, die man im Krankenhaus nicht vorfindet, zum Beispiel, dass sie sich mehr bewegen, um dann zu sehen, dass sie vielleicht an manchen Stellen schlechter Luft kriegen, als man das eigentlich erkennen würde, wenn man das im Krankenhausalltag sehen würde. Die letzte Schulung des Tages gibt der Skipper. Okay, jetzt haben wir noch ein Ding. Ankerwache, meine Lieben. Wir machen das in Schichten, Leute. Das heißt, wir werden Wache schieben bis 4 ungefähr. Um 23 Uhr beginnt die erste Ankerwache-Schicht. Zeit zum Party machen. Natürlich hält das nicht jahrelang vor, aber solche emotionalen Eingravierungen im Gehirn wirken ganz anders, als wenn man das im Zeichen im Klassenraum hat oder in der Schule oder in der Klinik. Nach 5 Tagen an Bord hat die Segeltherapie Erfolg. Motiviert übernehmen die Kinder Verantwortung. Bewusster Umgang mit der Krankheit und gleichzeitig Dienst für die Gemeinschaft. Das Konzept Koje statt Krankenbett funktioniert.